Herzlich willkommen bei den Aldrix. Wir sind heute wieder in unserem gewohnten Studio. Das Live-Projekt war ein kleiner Versuch, hat sich aber herausgestellt, dass es doch sehr aufwendig ist und sehr, sehr vorbereitungsintensiv, das auf die Beine zu stellen. Deshalb wechseln wir jetzt erstmal wieder in unsere gewohnte Umgebung. Wir machen weiter mit Cthulhu Eisgefängnis, wo unsere vier Investigatoren hochrangige russische Offiziere spielen. Wer nicht? Und ein Koch, drei Offiziere, ein Koch, die inmitten des Kalten Krieges im Februar 1981 im Nordpolarmeer, ja, man könnte sagen, gestrandet sind. Ihr seid also auf diesen Eisberg geklettert, habt das alte Schiff durchsucht und wir haben aufgehört mit folgender Szene. In der zerklüfteten Eislandschaft bewegt sich etwas. Mehrere in Pelzen gehüllte Gestalten werden zwischen den Erhebungen sichtbar. Sie tragen Speere und Äxte und scheinen irgendwie auszuschwärmen. Direkt auf euch zu. Also in eure Richtung. Nicht direkt auf den Eisberg zu. Wer sieht das? Ich weiß nicht mehr genau, wer es war, aber wir gehen mal davon aus, dass derjenige, der es gesehen hat, alle aufmerksam macht und ihr es dann alle seht. Potenzieller Feindkontakt. Wie weit sind sie entfernt? Kann ich das einschätzen irgendwie? Eigentlich nicht. Nicht wirklich. Okay. Wie viele sind es? Wir sollten abhauen. Sollten wir uns wieder zurück zur Aqualab gehen. Mehrere in Pelzen gehüllte Gestalt. Eins. Du kannst die nicht zählen. Das ist eine eiszerklüftete Landschaft. Sie tauchen auf, verschwinden wieder. Du hast keine Chance, die zu zählen. Du siehst nur viele Gestalten. Ja, zurück zum U-Boot. Hm. Beeilen wir uns. Wir klettern wieder hin, trotzdem Eisberg. Ich habe den Eisberg ja schon abgesteckt, ganz genau. Es dauert wieder gut 2 Stunden, der Abstieg. Ihr habt alles gesichert, ihr braucht diesmal keine Probe mehr. Und dann steht ihr am Fuß dieses Eisbergs und ihr habt ja auch den Weg zurück zum U-Boot abgesteckt und markiert. Was, ich weiß nicht mehr genau, welche Zeit wir festgelegt haben. Es sind etwa 4 Kilometer. Und auch da braucht ihr mindestens 2 Stunden. Wenn nicht 3. Ja, Genosse Kuznetsov, sollten wir uns in Gefechtsformation vorwärts bewegen? Nur für alle Fälle. Ja, da wir bergab gehen, hoffe ich, dass die Feinde keinen Blick auf uns haben. Lass uns einfach ruhig sein und uns versteckt hier bewegen. Ich glaube, wenn die uns nah genug kommen, dass es auf einen Schuss ankommt, dann werden wir das schon wissen. Mach du mal eine Probe auf Überleben arktisches Klima. 44, geschafft, einfach Erfolg. Okay. Du siehst hier unten, ja, der Weg ist abgesteckt, du findest gut zurück, aber es ist halt so, dass die Eisschollen immer wieder Meter hoch über euch aufragen und ihr hier herunten kaum eine Sicht habt, was das Gebiet betrifft. Wir sollten uns beeilen. Die Eisschollen bewegen sich. Vor allem, wenn es wieder dunkel wird, können sie brechen und uns den Weg abschneiden. Nun, dann, Genosse, dann gehen Sie voran. Sie scheinen sicher hier doch am meisten auszukennen, auch wenn ich das ungern zugebe. Ich stapfe so und teste mit meinem Gewehr, ob die Schollen auch fest genug sind. Überlebens-Survival-Spezialist. Ja, ihr seht, er macht das ziemlich gekonnt. Er scheint nach wie vor zu wissen, was er da tut. Und nach etwa 3 Stunden erreicht ihr das U-Boot. Euer U-Boot. Und was ihr seht, sind einige in arktische Kleidung gehüllte Gestalten draußen, die auf der Seite, auf eurer Seite stehen. Also ihr kommt gerade hin und links daneben stehen die in einem losen Halbkreis und schauen auf etwas, das in der Bordwand des U-Bootes ist. Und ihr seht vor ihnen, sie stehen einige Meter davon weg und da seht ihr einen Bereich, der mit roten Fähnchen abgesteckt ist. Sind die in arktischer Kleidung unsere Leute? Ja. Okay. Ja, dann gehen wir auf sie zu. Ich komme näher, ihr seht, es ist so gut wie die komplette Mechanikerabteilung. Ihr macht auch den Chefmechaniker aus. Und was sie da betrachten, ist eine Art Fangarm, der sich von unten durch das Eis gebohrt hat und in einem Bogen in die Seitenwand des U-Bootes nicht unbedingt eingeschlagen ist, was sich zumindest festgesaugt hat. Ganz am Ende des Fangarms gibt es 5, ich
will nicht sagen Finger, aber fünf Fortsätze wie eine Hand, die sich seesternförmig auseinanderklappen und die haben sich so in die Bordwand gesaugt. Wie groß ist das? Die Hand an sich ist fast menschengroß. So und klein. Und der Arm selber, ist der 8 Meter lang oder 10 Meter lang oder ist es nur so? Der verschwindet im Eis. Der ist an die U-Boot-Wand gesaugt und geht dann in den Bogen weg und verschwindet unten im Eis. Ah, und wie lang ist das ungefähr bis zum Eis? Könnte es eine Menschenhand sein? Oder? Also schon länger. Also könnte von Kraken sein. Nein, es ist keine Hand. Der Kopf, der seesternförmige Kopf, ist menschengroß. Oh! Es ist mechanisch, oder? Nein, das ist logisch, hätte ich jetzt gesehen. Das könnt ihr eigentlich nicht feststellen von hier. Ich gehe zu einem Genossen Mechaniker hin und frage ihn nach seiner Meinung. Genosse Mechaniker, was denkt ihr, was ist das? Habt ihr schon mal sowas gesehen? Genosse Topov, darf ich fragen, ob Sie etwas gesehen haben von diesem Eisberg aus? Ich meine, wir... Ja, es ist... Wir sollten uns beeilen mit den Reparaturen. Wir haben einige Gestalten auf uns zugekommen sehen. Könnten die Amerikaner sein? Wir können uns nicht beeilen. Verdammt! Ist das die Ursache für das Leck? Nein, das Leck hat überhaupt nichts damit zu tun. Dieses Ding hier hat uns vor ungefähr 3 Stunden angegriffen. Abschlagen! Ja. Haben Sie es in die Flucht geschlagen? Viel Glück. Versuchen Sie abzuschlagen. Aber passieren Sie nicht diese roten Fähnchen. Es gibt Strahlung. Okay, ich nehme Alternative. Hat unser U-Boot ein Leck? Ihr seht, der Chefmechaniker kommt auf euch zu. Haben Sie etwas gesehen? Irgendetwas in dieser Eiswüste, das erklären könnte? Nein. Nun, ich verfüge über ein... nicht tiefes Wissen über die Biologie, aber... habe ich das schon mal irgendwie gesehen? Nein, absolut nicht. Aber so etwas ist mir noch nie untergekommen. Es sieht aus wie ein... Es könnte ein Kraken sein, aber nein, eigentlich nicht. Ich schaue mir das an. Ist es mechanisch? Ist es biologisch? Sobald du hingehst, hält dich einer zurück. Nicht über die roten Fähnchen treten. Ja, das habe ich verstanden. Dann stehst du etwa 3 Meter davor, siehst hin, du kannst es nicht sagen. Es ist schwarz, es ist vollkommen glatt, es scheint jegliches Licht zu absorbieren, bis zu einem Grad, dass, wenn du nur die Perspektive wechselst, darum herumgehst und den richtigen Winkel findest, es fast weiß erscheint. Okay. Hat jemand schon auf die Innenseite geschaut? Also auf die Innenseite vom Boot, wo das... Ja, also ist vielleicht... Natürlich! Nun, wissen Sie, dieses Ding ist... Genau. Dahinter ist der Reaktor. Unser Kernreaktor. Und es ist nur die Außenhülle eingeknickt. Es geht nicht durch. Dennoch... hat sich die Kernreaktion beschleunigt. Beschleunigt? Geht von dem Ding radioaktive Strahlung aus? Nein, nur... Also... Der Reaktor reagiert nicht mehr auf Abschaltung. Die Kernreaktion läuft immer schneller und schneller. Direkt zwischen diesem Arm und dem Reaktor haben wir erheblichste Strahlung gemessen. Doch schon 2 Meter weg davon ist nichts mehr. Ja, was stehen wir denn dann so dämlich rum? Deshalb die Fähnchen. Wollen Sie andeuten, dass dieses Ding die Strahlung absorbiert? Dieses Ding setzt jegliches Brennmaterial in unserem verdammten Atomreaktor um und das rasend schnell und absorbiert es. Zieht es heraus. Sollten wir es lösen? Ich möchte drauf schießen. Okay. Ich nehme mal quer von der Schulter. Tust du das nicht, Genosse? Warum? Tust du es oder schießt du mich? Ich warte. Wie es absorbiert jegliche Art von... Eigentlich, bitte schießen Sie drauf. Schießen Sie einfach drauf. Okay, mache ich. Ich lasse jetzt keinen Angriff würfeln. Du schießt drauf und die Kugel trifft es, stoppt, fällt zu Boden. Also die Kugel schlägt ein und fällt einfach zu Boden. Verformt sie sich dabei, oder? Überhaupt nicht. Genosse Mechaniker, wo ist der nächste Strahlenschutzanzug? Wo sie immer sind, in unserer Abteilung. Ich hol mir einen. Du weißt, wo das ist. Ich hol mir einen. Ich zieh einen an. Als Chefakustikerin, macht das irgendwelche Geräusche? Überhaupt nicht. Was sagt der Kapitän dazu? Was ist der Plan? Er wird gleich wieder herauskommen. Er musste sich drinnen gerade um einige Dinge kümmern, aber
Nun ja, Genosse Politoffizier, wie Sie sehen, das Ding, wir glauben, es absorbiert Energie. Und zwar in jeglicher Form und das restlos. Genossen, könnte das eine neue Teufelei der Amerikaner sein? Das halte ich für unwahrscheinlich. Ja, was, wie können Sie sich das sonst erklären? Es ist wohl kaum ein Tier. Ihr seht, wie der Captain herauskommt und während er herauskommt, also vom U-Boot, redet er mit einem anderen Mechaniker. Beide kommen auf euch zu und ihr nehmt den Fetzen des Gesprächs noch. Sagt der Mechaniker, soweit ich das beurteilen kann, wird das komplette Brennmaterial im Reaktor binnen einer Woche umgesetzt sein. Wie kann das sein? Das ist ein Atomreaktor, das ist eine quasi unerschöpfliche Energiequelle. Ja, das sollte es sein. Captain, wir sollten es melden. Genossin? Genosse Politoffizier? Mhm. Was haben Sie zu berichten? Was haben Sie dort oben gesehen? Irgendetwas, das das hier erklären würde? Direkt das hier nicht. Es gibt dort oben auf dem Eisberg einen gestrandeten Dreimaster irgendeiner vergangenen Operation. Außerdem einige, ich glaube, Eingeborene, die sich hier... Naja, breit machen, die hier patrouillieren. Ich glaube, sie sind ein bisschen in unsere Richtung unterwegs. Tatsächlich! Weiters haben wir ein verunglücktes Flugzeug gefunden. Einen Moment noch. Feindkontakt. Wie viele denken Sie sind es? Erste Schätzung 5 bis 10 maximal. Mehr habe ich. Es war schwer auszumachen. Also. Durch das unwegsame Gelände. Dreht sich zu dir um. Genosse Politoffizier, Sie haben einen Schlüssel zur Waffenkammer. Mhm. Geben Sie die Sturmgewehre aus. Die haben wir schon. Ja, nur ihr vier habt Sturmgewehre. Ach so, die ganze Crew. Ganz genau. Selbstverständlich. Kapitän, zudem konnten wir eine Insel in der Ferne sehen. Und auf dem Schiff konnten wir Berichte finden von der Schiffscrew oder dem zuletzt Überlebenden sowie den Überlebenden des abgestürzten Flugzeugs, das die Genossin erwähnte. Es scheint, dass auf dieser Insel eine Höhle ist und wenn man diese Höhle betritt, wird man verrückt. Höhle? Eine Höhle. Ich überreiche ihm die Aufzeichnung. Okay. Die kann er jetzt nicht auf der Stelle durchlesen, ja. Im Gespräch, aber er nimmt sie mal an sich. Ja. Wir sollten an höhere Stelle melden, dass wir hier verschollen sind. Wir können im Moment überhaupt nichts an höhere Stelle melden. Es gibt... Wir können nichts funken. Es funktioniert kein Sonar. Es funktioniert einfach nichts. Einfach alles wird hier blockiert. Haben die Genossen es nicht geschafft, es zu reparieren? Nein. Wir haben doch in diesen Berichten gelesen, dass der Pilot von diesem Flugzeug die gleichen Probleme hatte. Da haben Sie recht, Genossin. Die Konsolen, alle Systeme haben verrückt gespielt. Es scheint sich hier um eine Art, wie heißt es, Bermuda-Dreieck zu sein. Dann sagen Sie, es liegt nicht an einem Defekt unserer Systeme, sondern an etwas... Hier. Das in diesem Ort... Hier ist nur Eis. Vielleicht irgendetwas, das magnetische Strahlungen aussendet und dadurch... Was ist mit diesem Ding? Korrupiert? Vielleicht ist es auch dafür verantwortlich, wenn es Strahlung absorbiert und unser Brennmaterial umsetzt. Ja, aber wer hat so eine Technologie? Die Amerikaner? Ich weiß nicht. Das große Problem mit diesem Ding ist, dass wir es nicht abbekommen, weil es, wie die Mechaniker sagen, jede Art von Energie absorbiert. Alles. Man kann es nicht absprengen, man kann es nicht abschießen, man kann es nicht abschlagen. Nichts. Aber brennen? Schon versucht? Ja, das, auch das haben sie versucht. Kapitän, haben wir eine Möglichkeit, unseren Reaktor... Nein, auszuschalten, das ist Unsinn. Können wir die Außenverkleidung an den Stellen, wo sie sich festgehalten hat? Der Chefmechaniker tritt wieder zu euch. Wir können ihn nicht abschalten, Genossin. Wir haben jegliche Kontrolle über den Reaktor verloren. Wir steuern ihn nicht mehr. Das da steuert ihn. Können wir nicht einfach die Außenplatten abschrauben? Wenn wir das tun, können wir nicht mehr tauchen. Aber wir werden das Ding los. Damit könnten wir den Reaktor vielleicht hinunterfahren und das U-Boot wieder reparieren. Und was hält dieses... Mir fällt gerade ein, du bist hineingegangen und die Sturmgewehre hast. Ja, stimmt. Was ist mit den Rettungsbooten? Sind diese noch intakt? Ja, die haben damit nichts zu tun. Wir haben noch den Backbordreaktor. Solange der unbehelligt bleibt, können wir es problemlos wieder zurückschaffen in irgendeinen sicheren Hafen. Wir könnten sogar unsere Tests durchführen, denn diese eine
Reaktor reicht, um alles für eine Zeit zu gewährleisten. Wenn was auch immer das ist, sich damit zufrieden gibt, unseren Hauptreaktor zu fressen. So ist es. Wenn es auf den zweiten Reaktor geht, können wir auch das vergessen. Nun, Kapitän, was schlagen Sie vor? Sollen wir untätig herumstehen und diesem Ding dabei zusehen, wie es uns hier wochenlang festhält? Also, laut Genosse Dimitri Baryshnikov, der Chefmechaniker, wird es eine Woche damit beschäftigt sein, alle Energie aus diesem Reaktor zu saugen. Das bedeutet, in dieser Zeit, wenn es loslässt, um uns an anderer Stelle zu behelligen, können wir es vielleicht abwehren. Doch wir glauben nicht, dass es das tun wird. Das bedeutet, wir haben eine Woche, um herauszufinden, worum es sich dabei handelt. Um es loszuwerden. Wir haben doch eine Bibliothek an Bord, richtig? Ja. Ich werde diese aufsuchen und sehen, ob ich irgendetwas über Technologien herausfinde, was das sein könnte oder was die Systemausfälle bewirken könnte. Viel Glück. Genossin, ich werde Sie begleiten. Falls es hierbei doch etwas um etwas Biologisches oder eine biologische Waffe handelt, kann ich eventuell unterstützen. Ich werde Ihren Bericht lesen. Wir treffen uns in einer Stunde auf der Brücke. Eine Stunde. Dann geht ihr. Genossin, machen wir uns an die Arbeit. Die Zeit drängt. Eine Stunde ist nicht viel. Top off. Was tust du? Ich bin ins U-Boot gegangen, um mir einen Strahlenschutzanzug zu holen. Und Werkzeuge. Ich möchte versuchen... Bekommst du alles? Du weißt auch, wo es ist. Wenn die Mechaniker... Ich habe gehört, wie die Mechaniker gesagt haben, sie haben es nicht runterbekommen. Genau. Davon möchte ich mich selbst überzeugen. Ich versuche Brecheisen und so und Stemmeisen und so und Hammer. Okay. Und möchte das so per Hand weggeben, weil sie haben anscheinend Angst vor der Strahlung. Also nehme ich mir einen Schutzanzug, packe mir das Werkzeug ein und gehe dann wieder hinaus und versuche das per Hand versuchen, um das Was genau Objekt tust? Runterzugeben. Also wenn ich alles habe, bin ich wieder draußen. Und sage, Genossen, trete zurück. Ich werde mich um das kümmern. Der Koch. Gut. Und habe meinen Strahlenzug über meine arktische Kleidung an. Ja, und versuche mit einem Brecheisen oder mit einem Stemmeisen oder so, versuche diesen Fangarm hier irgendwie runter zu stimmen. Mach doch eine Probe auf Handgemenge in diesem Falle. Wenn du etwas hast wie schwere Geräte, mechanische Reparaturen oder so, kannst du auch diesen Wert nehmen. Ich versuche es mit roher Gewalt. Also Ich versuche es mit dem Brecheisen so richtig so reinzustemmen. 19. Schwieriger Erfolg. Schwieriger Erfolg. Würfel mal den Schaden aus. Okay. 1W3 plus Schadensbonus ist 1W4. 1. Plus 1 ist 2. 2 Punkte Schaden. Du merkst selbst, da ist nicht viel Schwung in dem Schlag, aber was an Schwung da ist, wird irgendwie von der Oberfläche absorbiert. Das fühlt sich sehr, sehr komisch an. Also es fühlt sich nicht so an, als du triffst zwar, es fühlt sich aber nicht so an, als wäre die Kraft des Schlages in das Objekt gegangen, direkt gerade weg, sondern als würde es irgendwie aufgenommen, abgebremst und weggeleitet. Das würde ich mit einem Hammer auf Sand, auf Sandoberfläche so, hauen. Ungefähr so. Ich greife diesen Fangarm an. Fühle sich glatt an oder... Er ist ziemlich kühl. Und ich kriege ihn nie irgendwie runter, nicht mal einen Millimeter oder so. Der klebt nicht an der Außen. Überhaupt nicht. Und du hast halt Handschuhe an, aber du bist dir nicht wirklich sicher, ob sich die Oberfläche... Es gibt etwas nach, du kannst es etwas eindrücken. Es scheint aber doch komplett fest zu sein und du kannst absolut nicht sagen, ob das irgendein Metall ist oder ob das irgendwie organisch ist. Und der Arm geht hinunter und verläuft im Wasser. Ganz genau. Alles. Was? An was ist der angeschlossen? Wo? Nichts, du siehst nichts. Der geht einfach ins Wasser. Genau. Durch das Eis, es ist ja meterdick hier. Ja. Da verschwindet er einfach. Ich gehe hin zu dem Mechaniker. Hat man schon rausgefunden, wo dieser Arm hinführt? Nein, wir können nicht tauchen, wir können ihm nicht nach. Aber es gibt Taucherausrüstung auf dem U-Boot. Ja, doch. Sie müssten hier ein meterdickes Loch in die Eisschicht bohren. Oder schlagen. Ja, das stimmt auch wieder. Aber ja,
Es wäre zu schaffen. Es wäre sehr, sehr viel Aufwand, aber es wäre nicht unmöglich. Könnt ihr durch eine Torpedoluke einen Druckausgleich machen und sich durch eine Torpedoluke vom U-Boot nach unten begeben? Das ist eine hervorragende Idee, Genosse Koch. Ja, dann sollte das irgendwer tun. Ich nicht. Wissen Sie, wie gefährlich das ist? Im Eismeer, im Finsteren, bei so einer Kreatur im Wasser. Und ich werde es auch nicht tun. Er ist immer noch der Chefmechaniker, er denkt über dir zu stehen im Rang. Dankeschön, Genosse Bereschnikow, für die Auskunft. Ich bin Ihnen zu tiefsten Dank verpflichtet, dass Sie mir diese Information geben. Ich bin hier nur ein kleines Licht, aber ich kümmere mich um dieses Schiff. Was gibt es denn zum Abendessen? Ich denke, Anton wird ein bisschen Blinis kochen oder so. Ich habe ja diese neue Gehilfin. Keine Ahnung, was sie machen wird. Ich hoffe auch, Blinis. Das hoffen wir alle. Das hoffen wir alle. Vielen Dank. Ich begebe mich wieder hinein und habe meine Informationen gesammelt. Ja. Gibt es eine Tauchausrüstung? Also, es gibt eine Tauchausrüstung. Ja. Für Mütterchen Russland. Ich sage, ich gehe zum Politoffizier. Der ist bei der Waffenkammer, das habe ich noch mitbekommen. Ja, dürfte inzwischen schon am Austeilen. Gibt Sturmgewehr. Ja, genau. Genosse, Pilotoffizier. Polit, wie oft denn noch? Von mir aus. Ich gebe meine AK-74 zurück. Die würde mich nur behindern in meinem nächsten Vorhaben. Was genau ist denn Ihr nächstes Vorhaben? Offiziell hole ich Verpflegung aus dem Meer. Ich fische, ich gehe fischen. Weiß der Kapitän Bescheid? Nein, deswegen gehe ich zu Ihnen. Inoffiziell werde ich mich durch die Torpedoluke mit Tauchausrüstung hinausbegeben, um nachzusehen, was für eine biologische Waffe uns da angreift. Warum geben Sie Ihr Gewehr her? Unter Wasser funktioniert das nicht. Da sollten Sie was wissen, Pilot. Ja, aber Sie können nicht einfach ohne irgendwelche Bewaffnung da hinunter. Ja, keine Sorge, ich werde schauen, ob es in der Waffenkammer eine Harpune gibt. Es gibt Harpunen, so Harpunengewehre. Ja. Und du kannst auch zwei Harpunen lassen sich auf den Tauchanzug montieren und eine kannst du reinstecken. Das werde ich mitnehmen. Durch die Torpedoluke, ja? Jawohl. Da gibt es keinen anderen Weg? Nein, wir müssen sonst ein Loch Meter dick durch das Eis geben. Warum wollen Sie das Ganze inoffiziell machen? Naja, eigentlich ist eine Torpedoluke nicht für den Personenausstieg gedacht, aber ich habe das schon ein paar Mal gemacht, also. Ja, top of bewundernswerter Mut, top. Wir müssen rausfinden, was das für eine Waffe ist oder was unseren Reaktor hier ansaugt. Was glauben Sie? Brauchen Sie noch irgendetwas? Ein letztes Album vielleicht. Ja, ich weiß auch nicht. Was nimmt man auf so eine Mission mit? Ja, top of viel Glück und viel Mut. Gibt's auch so Magnesiumfackeln, damit ich was sehe oder was? Ja, es gibt die komplette Ausrüstung. Ja, okay. Alles, was du brauchen kannst. Okay, wunderbar. Dann gehen wir in Ausrüstungsraum, nur das ist von der schnappt sich, was er bitte haben will. Okay, top of. Falls wer fragt, wo der Koch ist, das. Er verteidigt. Wollen Sie ein Held werden, top of? Noch mehr als jetzt? Naja. Ihr beide seid ja in der Bibliothek. Ihr seht draußen, wie Topov vorbeistapft mit kompletter Taucherausrüstung, Magnesium, Fackeln, Harpunen, Kanone, cremigen Blick drauf. Und dann ist er auch schon weg. Genossin, haben Sie das auch gesehen? Ich fürchte. Was macht der Koch in einer Taucherausrüstung? So wie ich seine Kochkünste einschätze, versucht er wohl zu kochen. Nein, ich habe keine Ahnung und ich weiß nicht, ob ich es wissen will. Nun, suchen wir weiter. Bisher waren wir ja nicht sehr erfolgreich hier. Es ist eine kleine Bibliothek. Finden wir irgendwas? Macht eine Probe auf Bibliotheksnutzung. Geschafft. Nicht geschafft. Normaler Erfolg. Alles, was du findest, ist, dass du jetzt mit Sicherheit sagen kannst, dass es zumindest hier keine Aufzeichnungen über ein derartiges Material gibt, über etwas, das diese Eigenschaften aufweist, wie dieser Fangarm. Das ist irgendeine neue Teufelei, die sich jemand ausgedacht hat.
Wir haben keinerlei Aufzeichnung über derartiges Material. Nichts, was uns bekannt wäre. Das überrascht mich nicht. Was ich jedoch äußerst merkwürdig finde, wenn es eine Teufelei der Amerikaner ist, wieso meinen Sie, das ist dasselbe, was das amerikanische Boot angegriffen hat? Wir können es nicht einschätzen. Also, wir haben keinerlei Hinweise. Aber möglich wäre es. Vielleicht versucht irgendjemand, dieses Gebiet hier zu verteidigen, um irgendetwas zu verstecken. Vielleicht werden hier irgendwo neue Waffen konzipiert, um den Krieg voranzutreiben. Wissen Sie was, Genossin? Wir sollten zu diesem amerikanischen U-Boot. Wenn dort jemand etwas weiß, wenn es wirklich eine Technologie der Amerikaner ist, müssen die Leute dort etwas darüber wissen. Und Sie denken, wenn wir da jetzt hinmarschieren, dass sie uns das sagen würden? Nun ja, sie sind gestrandet. Wir könnten zumindest Kundschafter dort aussenden und schauen, ob jemand zu Hilfe kommt. Oder sie erschießen uns, sobald sie uns sehen. Das wäre eine Aufgabe für Topov. Nun ja, es wird auch hier fähige Kundschafter an Bord geben, die sich wissen, wie man sich in so einer Eiswüste bewegt, mit entsprechenden Tarnanzügen. Der Weg ist ziemlich weit, aber eine andere Idee habe ich auch nicht. Nun ja, dann lassen Sie uns zum Captain gehen, die Stunde ist ohnehin um. Ihr geht also zum Captain. Mhm. Machen wir noch kurz bei Topov weiter. Ja. Du begibst dich zur Zabito-Luke, ja, legst alles an. Neoprenanzug, zweiter Neoprenanzug für das Eismeer. Tauchausrüstung. Soll ich über die Tauchausrüstung noch einen Strahlenschutzanzug nehmen? Mhm. Nein, das Wasser, ich hoffe, dass das Wasser dämpft das ein wenig. Ja, gut. Lade nochmal die Harpune. Ach, schau, ob sie funktioniert. Ja, dann geh ich zu so einem Schiffsjungen, zu so einem Kanonier. Und sage, er soll Druckausgleich langsam vornehmen. Ich möchte hier aus der Torpedoluke hinaus. Mach mal eine Probe auf Überzeugen. Kann ich überreden? Kann ich einem auch mit Argumenten? Kannst du auch überreden? Irgendetwas Zwischenmenschliches. Ja. Ganz egal was. Es geht darum, er weiß, du bist der Koch, aber du möchtest, du möchtest dennoch mit der nötigen Autorität auftreten, ja. Die impliziert, dass du ihm Befehle geben kannst. Normaler Erfolg. Hören Sie. Wir müssen herausfinden, was mit diesem U-Boot ist. Da muss ich immer runtertauchen. Es ist unorthodox, aber die Arbeit muss erledigt werden. Für die Akula. Für Russland. Zu Befehl, Genosse Topov. Ich werde Sie unterstützen, wo ich kann. Ja, ich gebe ihm noch Anweisungen, dass der Druckausgleich langsam vorgenommen wird, nicht so schnell wie bei einem normalen Torpedo, und werde mich da hinaus begeben. In finsterster Nacht im Polarmeer. Ich rechne damit, dass mein Tauchgang nicht mehr als 20 Minuten dauert. Also das wäre das eine halbe Stunde ist das Maximum, was ich da hinaus, was ich da Zeit brauchen würde. Ich muss hier nur um das Boot und zu schauen, was es ist. Let's go. Du sitzt da drin. Er hat sich Mühe gegeben, aber dennoch wirst du viel zu schnell da hinausgeschossen. Danke. Du knallst an die Rand des U-Bootes, dabei reißt dein Anzug ziemlich weit auf. Oh nein. Und du kannst dich mit dieser Karte hier auseinandersetzen. Plötzlicher Temperatursturz. Gerade eben noch war alles in Ordnung. Jetzt auf einmal frierst du ungeheuerlich. Du erlebst einen plötzlichen heftigen Temperatursturz. Deine Körpertemperatur sinkt, deine Zähne klappern oder was auch immer. Und deine Haare und Kleidung vereisen zusehends. Das in diesem Fall nichts, ja, aber das Wasser trinkt ein. Das Wasser trinkt ein. Verliere sofort ein wie vier Trefferpunkte für jede weitere Runde, die du dich hier aufhältst. Oh je. Du kannst das Ganze mit einer Probe auf Überleben arktisches Klima negieren. Zwar Mann, für ist jedes kalt. Mal, wenn das ankommt. Geschafft, gut. Denn du bist das gewöhnt. Du kannst dich zumindest eine Zeit lang zusammenreißen. Ja, ich weiß, wie man sich richtig umschlingt, dass der die Kälte nicht so... Der Effekt geht damit aber nicht weg. Ich werde dir immer wieder sagen, in gewissen Abständen, wenn er wieder auftritt. Okay. Ja, dann zünde ich schon mal eine Magnesiumfackel und paddle so am Rand des U-Bootes entlang. Eine Probe auf Orientieren, um die Stelle zu finden, wo der Fang am sein könnte. 61.
Nicht geschafft. Nicht geschafft, nein. Nicht geschafft. Gut, du schwimmst hier im Halbdunkel, deine Magnesiumfackel erleuchtet die dicken Eispanzer unter dir, die Silhouette des Schiffes hinter dir und um dir ist nur schwarzes Wasser. Jetzt kommt der Effekt nochmal zu tragen, bis du die nächste Orientierungsprobe machen kannst. Also ich könnte das jetzt negieren. Ja, du kannst wieder eine Probe auf Überleben arktisches Klima machen. Geschafft. Okay, dann release auch diesmal keine Lebensgut. Schwieriger Erfolg, macht das was aus, oder? Nein, das ist in diesem Fall. Okay. Egal. Orientieren. Ja. 5 Punkte Glück kann ich einsetzen. Kannst du einsetzen, ja. Dann hätte ich es geschafft mit einem normalen Erfolg. Ich habe noch nie Glück ausgegeben. Gut. Deine Magnesiumfackel beleuchtet etwas mattes Schwarzes im Wasser. Auch hier absorbiert es das Licht der Fackel, sodass du es nur sehr, sehr schwer sehen kannst. Es ist fast dick, wenn nicht noch dicker, und geht hier, also in deinem Fall vom Eis ins Eis rauf. Das Eis rauf, und ja. Du siehst es, wie es runtergeht, unter das Eis. Und dann in der Schwärze des Wassers verschwindet. Es geht gerade nach hinten unter dem Eis. Also noch so ein großer Arm, ganz genau, der weitergeht. Ganz genau. Unter das Eis im Prinzip. Ganz genau. Ja. Nicht dem U-Boot entlang, nein, unter das U-Boot, sondern dem Eis entlang. Vom U-Boot weg unter dem Eis. Ja, dann folge ich diesen fast. Ich möchte den Körper dieses oder den Ursprung dieses Arms, okay, feststellen. Zünd noch eine zweite Fackel an. Schwimmst. Und schwimmst. Wieder eine Probe auf Überleben arktisches Klima. Frage, wäre da Kondition irgendwie passender? Gleich. 2. Extremer Erfolg. Du schaffst es. Auch auf das Weg. Du bist abgehärtet. Du weißt, es funktioniert noch. Du schwimmst. Die russischen Winter. Und schwimmst. Und schwimmst. Du siehst es immer noch über dir. Hm. Genauso dick. Wenn nicht noch dicker. Du denkst sogar, dass es zunimmt, dass es dicker wird. Wie weit bin ich jetzt schon? Du siehst geschwommen. Das U-Boot noch als Silhouette hinter dir. Okay. Wenn du nochmal schwimmst, also nochmal eine Zeit bis zur nächsten Probe, dann ist es weg. Dann bist du so weit weg, dass du das U-Boot nicht mehr siehst. Okay, aber ich kann noch immer dem Lauf folgen. Okay, das mache ich noch einmal. Wenn ich es dann nicht finde, dann drehe ich um. Okay. Arktisches Klima, um nicht zu frieren. Perfekt. 2. Okay. Score. Aber das muss ich zurück auch nochmal schaffen. Ja, ich schwimme weiter diesem. Das wird natürlich jetzt schon übermenschlich dick groß, würde ich meinen. Weil es war schon fast groß. Und es wird ungefähr doppelt so dick. Also es scheint sich zu verdicken nach hinten. Wow. Langsam. Jetzt nicht extrem, aber langsam. Ja, und wenn ich weiter schwimme, sehe ich dann irgendwo in der Ferne vielleicht eine Silhouette von einem Körper oder von einem Boot oder irgendwas. Es geht noch immer weiter. Boah. Boah, nein, da schwimme wieder. Du kannst eine Probe auf Verborgenes erkennen machen. Schwieriger Erfolg. Wirklich? Ja, okay. Schwieriger Erfolg. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Um einen Punkt schwieriger Erfolg. Es wirkt auf dich, als könnte sich dieses Material strecken. Okay, es würde ein bisschen wie ein Gummi. Ja, so in dieser Art. Jetzt auch noch immer. Jetzt in dem Moment streckt es sich? Nein, es streckt sich jetzt in dem Moment nicht, aber diese, so wie es beschaffen ist, diese Unregelmäßigkeiten, die deuten für dich darauf hin, dass es sich einfach gestreckt hat. Okay. Also jetzt bin ich schon, ich sage mal jetzt 50 Meter oder so geschwommen in die Richtung und ich sehe noch immer nicht den... 100 Meter sollten das schon gewesen sein. Und ich sehe noch immer nicht den Körper. Nein. Aber es geht weg vom U-Boot. Der Körper, ja, der Schlauch geht weg. Genau, immer in die gleiche Richtung. Okay, ich merke mir die Richtung, dass ich das vielleicht orientieren kann, wohin es... Mach mal eine Probe für orientieren. Gott, jetzt schwindet mein Glück. 49. 29 Punkte Glück. Das wird alles, was ich habe. Nein. Nein. Nein, es geht nicht. Also, ich kann es nicht genau einschätzen. Nein. Ja, es geht gerade in eine Richtung, aber wo das genau sein könnte... Hm. Nein, ich schwimme zurück. Ich sehe das. Ich sehe jetzt noch immer nicht mal eine Silhouette, also. Nein, ich schwimme zurück. Das bringt nichts. Mach mittlerweile mal eine Konstitutionsprobe. Extremer Erfolg. Okay. Extremer Erfolg.
Dann eine Probe auf Überleben arktisches Klima. Überleben arktisches Klima. 13. Schwieriger Erfolg. Ist das für ein Koch? Okay. Ist ein super Koch. Wir überspringen die nächste Probe und eine einzige Probe noch. Dann bist du beim Schiff. Arktisches Klima. 55, normal geschafft. Gut. Und dann bist du beim Schiff und wieder beim Torpedorohr. Ich schwimme hinein und ich klopfe hart gegen das Schott, damit... Jemand klopft zurück. Ich klopfe die russische Nationalhymne. Das war eigentlich, um anzudeuten, dass da jemand ist, ne, dass jetzt was passieren wird. Oh, okay. Ich hätte mir gedacht, das hat das vielleicht nur hi. Ja, ich dachte so, oh, da klopft er, dann klopfe ich zurück. Okay, das wäre dein Gedanke da. Ja. Gut, die Schleuse des Torpedorohrs geht zu. Und hinten der Schott, wo man es normalerweise laden kann, geht auf. Und du bist da in einer komplett engen, eingeklemmten Röhre. Mhm. Und das Wasser fließt ab ins Innere. Der Genosse von vorher weicht zurück im kalten Wasser. Und du kletterst hinaus. Genosse, was ist mit dem Anzug passiert? Das haben sie nicht sehr gut gemacht, Genosse. Ein bisschen mehr Übung das nächste Mal. Der Druck hat meinen Neoprenanzug zerrissen. Mein Gott, und sie haben trotzdem die ganze Zeit da draußen, in dieser Kälte... Die Mission muss durchgeführt werden, Genosse. Sie sind ein Tier. Ja. Er geht hinaus, schüttelt den Kopf. Wir müssen mal meine Steaks probieren. Ja, und ich entkleide mich, entsorge den defekten Neoprenanzug und gehe zum Pilotoffizier, um das zu berichten. Top off! Politoffizier. Während du auf dem Weg bist, seid ihr alle ja bei der Besprechung mit dem Captain. Auch du als Pilotoffizier. Ihr geht also zum Captain. Ihr findet ihn auf der Brücke und ja, er spricht, ein Mechaniker ist da, er spricht mit allen möglichen Genossen und Genossinnen, dreht sich dann zu euch um. Haben Sie was herausgefunden? Nichts. Absolut nichts. Aber ist auf jeden Fall kein Material, das uns bekannt ist. Es muss irgendeine neuartige Technologie sein, die sich irgendjemand ausgedacht hat. Was, wenn es gar nicht so neuartig ist und auch der Ursache war, dass das Flugzeug abgestürzt ist? Vielleicht hat es dieses Flugzeug auch absorbiert. Irgendwie absorbiert, keine Ahnung. Ich meine, das Flugzeug funktioniert logischerweise nicht mit Atomkraft, wie unser U-Boot es tut, aber wir haben keine Ahnung, was das ist, also... Das ist richtig. Nun, es scheint zumindest keinerlei bekannte... Also die Technologie scheint weder den Schweden noch den Deutschen bekannt zu sein, denn von den beiden haben wir Aufzeichnungen gefunden und auch für die war... Ist völlig unbekannt, diese Gegend hier. Warum reden wir eigentlich immer von Technik oder Mechanik? Was, wenn das irgendein Tier ist? Sie sind Ärzte, Sie müssen das doch bestätigen können. Ob das mir ist kein derartiges Tier oder auch nur ein Tier bekannt, das annähernd über derartige Fähigkeiten besitzt. Ja, recht mechanisch wirkt es nicht auf mich. Ja, aber welches Tier kann man denn erschießen, ohne dass es Schaden nimmt? Welches Tier saugt denn Atomreaktoren an? Wie ein Blutegel, oder? Vielleicht gibt es so etwas hier, nur größer. Es gibt Strahlung. Vielleicht gibt es irgendwo einen unterirdischen Vulkan, der irgendwelche Strahlung absondert. Was weiß ich denn? Ist mir ein Tier bekannt, das radioaktive Strahlung absorbieren kann? Würfel mal auf Biologie. Nein, nicht geschafft. Würfel auf amerikanische Popkultur. Das habe ich leider nicht. Ich bin eine gute Russin. Ist dir nicht bekannt. Japanische Popkultur. Godzilla. Oh. Genosse Kuschelsow! Wo ist Topov? Topov befindet sich auf den unteren Decks. Er sollte jeden Moment wieder da sein und seinen Report abgeben. Wollen Sie auf ihn warten, bevor wir weitere Schritte besprechen? Nun, ich weiß nicht wirklich, wann er zurückkommt. Wir können derweil ja ein paar andere Dinge durchgehen. Beispielsweise, ich habe einen Parameter setzen lassen. Ich habe ein paar Mann oben bewaffnet, um Ausschau zu halten, ob diese Eingeborenen oder was auch immer das für Menschen sind, näher kommen. Sehr derweil gut. Ist alles ruhig. Bei Feindberührung können wir uns immer noch hierher zurückziehen, die Außenwände halten. Sollten standhalten mit was auch immer sie aufwarten können. Kapitän, vielleicht könnten diese Eingeborenen etwas darüber wissen.
Nun, was ist, wenn man versucht, einen von ihnen gefangen zu nehmen? Sprechen Sie Ihre Sprache? Nun, es kommt darauf an, was für eine Sprache diese Menschen sprechen. Ich denke, in diesen Breiten kann man mit dem Eskimo-Volk... Nun, ich nicht, aber vielleicht rechnen. Findet sich irgendein Genosse oder eine Genossin an Bord, die dieser Sprache mächtig ist. Ich kann es nicht. Er sieht euch an, der Reihe nach. Kann es irgendjemand? Nein. Könnte Topov das können? Müsste man ihn fragen, Kapitän. Nun. Wir haben 120 Mann an Bord. Ich hoffe doch, dass wir uns nicht immer auf Topov verlassen müssen. Er geht zum... das hoffe ich drauf. Er geht zum Funkgerät, zum internen. Und möchte draufdrücken. Und ihr hört also das typische Knacken, das indiziert, dass es funktioniert, bleibt aus, es ist komplett tot. Und auch er, ah ja, habe ich vergessen, es funktioniert ja nicht. Und dann auf den altmodischen Weg. Er dreht sich um zu irgendjemandem und gibt ihm den Befehl, durch das Schiff zu gehen und herauszufinden, ob jemand mit den Eskimos kommunizieren kann. Ich bin dafür, wir versuchen, die Eisdecke zu durchdringen, um zu sehen, wo dieser Arm herkommt. Es wird zwar aufwendig sein, aber wir sind hier noch eine Weile gestrandet. Was fehlt uns denn noch, dass wir das Ding starten können? Was heißt, dass wir das Ding starten können? Bis dieses U-Boot wieder fahrtüchtig ist. Was fehlt noch? Ich würde mal sagen, in dem Moment kommt Topov auf die Brücke. Topov, Genossen. Machen Sie Meldung. Topov. Nun, ich habe mir dieses Objekt genau angesehen. Welches Objekt? Dieser Fangarm, unter Wasser. Was? Wie, unter Wasser? Ja, ich bin da kurz runtergetaucht. Auf jeden Fall führt dieser Arm... Bitte, Topov, unterbrechen Sie ihn nicht. Dieser Arm führt unter der Eisdecke meterlang, hunderte Meter lang unter der Eisdecke weiter. Er wird immer dicker. Aber es hat für mich so den Anschein gehabt, es würde er sich strecken können. Es wäre eher biegsam, flexibel. Können Sie sehen, wo er herkommt, Topov? Nein. Grobe Richtung? Ungefähr, schätzen Sie. Ich könnte schätzen, aber ich denke, meine Richtungsangabe wäre nicht präzise genug für eine Verfolgung. Könnte es diese Insel sein? Er deutet auf den Bericht, den du ihm gegeben hast, auf das Logbuch des Kapitäns. Das sind beinahe 20 Kilometer. Ja, könnte das möglich sein. Könnte die Ursache diese Insel sein? Könnte es von dort kommen? Kann ich noch eine Orientierprobe schaffen mit meinem mickrigen Wert, um vielleicht es einzuschätzen? Kannst du versuchen. Ich habe so gut gewürfelt bis jetzt. Moment mal, das ist eine 6. Ich gebe doch eine 60 jetzt. Ich gebe 2 Punkte Glück aus und habe einen Extremerfolg. Okay, mach das. Nun ja. Ja. So ja. Ja, ich denke... Wenn ich mich so richtig zurückerinnere und die Formation des Eises mir in Erinnerung rufe, denke ich, könnte es gut sein, dass es aus Richtung der Insel kommt. Sind Sie da wirklich sicher? Ja. Sie wollen uns sagen, dass dieser Arm beinahe 20 Meter lang ist und... 20 Kilometer lang ist und hier unsere Atomkraft absaugt? Ja, möglich. Wie eine Pipeline. Nur statt Öl sendet sie Energie. Ich würde gerne noch ein Experiment durchführen, aber das wäre ein bisschen riskant. Und zwar? Ja, dieses Teil reagiert auf Energie. Und wir können es nicht, wir kriegen es nicht ab. Wie wäre es, wenn wir es mit einer anderen Energiequelle abblocken? Was für eine Energiequelle soll das sein, Topov? Der Atomreaktor ist das Stärkste, was wir haben. Der Backbordreaktor hat noch einige Brennstäbe. Wenn wir die entfernen können, könnten wir es vielleicht als Lockmittel verwenden, sodass es das Schiff loslässt. Das ist ein sehr guter Plan. Aber dazu müssten wir aber rechtzeitig tauchen können, damit wir diesem Arm entkommen können. Aber wie gesagt, das ist nur meine Meinung. Topov, und Sie melden sich freiwillig, um die Brennstäbe hinaus zu montieren und Gott weiß wohin damit zu gehen? Bitte! Wenn ich einen richtigen Strahlenschutzanzug bekomme, ja. Zuerst müssen wir ohnehin sicherstellen, dass dieses Boot hier seetauglich ist. Dieser Plan ist zu riskant. Wir wissen überhaupt nicht, so schnell können... Selbst wenn es funktioniert, wir haben immer noch ein gewaltiges Loch im Schiff. Genau, das muss erst repariert werden. Und dann müssen wir erstmal tauchen. Und genau. Dann müssen wir alles anwerfen und so schnell wie möglich hier weg. Wir bewegen uns 40 km/h schnell? 50 km/h schnell? Ihr Plan ist gut, Topov. Jedoch möchte ich darauf hinweisen, dass es immer noch ungefähr 3 Tage dauert, bis die Außenhülle
so weit repariert ist, um tauchen zu können. Das stimmt. Das sollte unsere höchste Priorität sein. Genug. Wie sehen Sie die Sache mit den Amerikanern? Wäre es von Vorteil, dorthin zu gehen, um mit ihnen zu sprechen? Eventuell wurden sie ja... Bei allem Respekt. Ja, stimmt. Sie fragen den Koch um Rat. Nun ja, ich habe einiges Wissen über die das arktische Klima. Und laut meinen Trigonometrie-Berechnungen sind die Amerikaner nie an dieser Insel. Vielleicht haben sie schon mehr Kontakt was, mit diesen Wesen. Was haben sie angestellt, dass sie Koch sind? Nun, ja. Ich denke, in Anbetracht der meine Desserts sind ziemlich gut. Jetzigen Situation, da Top of Sea nach wie vor über Eis führen wird, möchten sie vielleicht einige Dinge klarstellen. Raus mit der Sprache. Na gut, Captain, wenn Sie wollen. Also, eigentlich bin ich vom Verteidigungsministerium hergekommen. Tabov ist einer der höchstrangigen Agenten des KGB. Er ist ausgebildet für arktische Außeneinsätze jeder Art. Genosse Tabov, bitte um Entschuldigung für alle Beleidigungen, die aus meiner Richtung in Ihre kamen bisher. Naja, ich habe sie auch hintergangen, also kein Problem. Und ja, eigentlich ist Tabov auch nicht mehr echter Name, es ist nur eine Decktarnung. Das Einzige, das er nicht kann, ist kochen. Tja. Nun, das haben wir... bisher bemerkt. Und ich entschuldige mich bei der gesamten Crew für die Unannehmlichkeiten. Sollten Sie sich besonders bei Ihnen entschuldigen, die schwer krank im Bett ihre Seele aus dem Leib kotzen? Also, das war Antons Schuld. Nun, Genosse Topov, wie sollen wir Sie nun nennen? Sie können bei Topov bleiben. Aber wenn Ihnen das Unbehagen bereitet, Sie können mich auch Nikolai nennen. Genosse Topov, wir bleiben dabei. Nun dann. Betrachten Sie Agent Topov in allen Belangen als über Ihnen stehend. Und wie gesagt, das ist alles geheim. Werden Sie eine Expedition zum amerikanischen U-Boot anführen? Natürlich, wir müssen den Status der Amerikaner herausfinden. Aufgrund der prekären politischen Lage wäre es auch sehr wünschenswert, wenn Sie anwesend wären, Genosse Kuschesow. Ja, ich denke, der Pilotoffizier ist eine gute Bereicherung unserer Truppe. Sie wissen, wenn sie aufeinander schießen, könnte das eine globale Katastrophe auslösen. Ja, durchaus. Wenn die Amerikaner überhaupt noch am Leben sind. Nach allem, was wir durch das Fernglas sehen können, haben es diese Yankees ja tatsächlich geschafft, senkrecht zu parken. Ja. Nun, wir sind uns doch einig, dass... dieses Ding da draußen nicht von den Amerikanern kommen kann. Mit Verlaub, das wissen wir nicht. Nun, wenn es von der Insel kommt, allem Anschein nach ist diese Insel schon länger hier und auch wenn ich nicht an so etwas glaube, scheint sie verflucht zu sein. Und Kapitän, wenn wir Amerikaner antreffen, sollen wir sie verhaften? Nein, das bringt doch nichts. Wahrscheinlich treffen sie in einer Lage an, in der sie eine Entscheidung treffen müssen. Wenn ihr U-Boot komplett zerstört wurde, dann haben sie es jetzt mit Schiffbrüchigen zu tun. Denen wird es bestimmt dreckiger gehen als uns. Die auf unsere Hilfe angewiesen sind, wenn sie hier wegkommen wollen. Wie viele zusätzliche Männer können wir aufnehmen? Wenn wir nur bis zum nächsten Hafen fahren und nicht tief tauchen, können wir... wahrscheinlich ihre gesamte Besatzung unterbringen. Sofern wir hier überhaupt weg können. Ich darf Sie allerdings daran erinnern, dass das in direkten Konflikt mit unserem Befehl steht. Daher würde ich die Entscheidung Ihnen überlassen. Verstehe. Der Chefingenieur soll uns eine Liste anfertigen, was für Ersatzteile wir eventuell von den Amerikanern mitnehmen können, um unser Schiff zu reparieren. Er sagte mir, er hat alles hier, okay. Um es reparieren zu können. Das ist nicht... Teile dürfen nicht das Problem sein. Es ist... die Zeit. Und während sie da draußen sind, werde ich alles in meiner Macht Stehende tun, um aus den 3 Tagen 2 zu machen. Sehr gut. Dann sollten wir uns ausruhen und uns vorbereiten auf die Expedition. Denken wir Sie, wir sollten noch schießkräftige Crewmitglieder mitnehmen, falls wir auf einen Geborenen stoßen. Wäre sicher nicht verkehrt, aber zu groß darf die Gruppe auch nicht werden, sonst behindern sie uns und wir kommen nicht schnell genug voran. Oder sie die Amerikaner werden noch,
Da du die Proben wirklich so gut geschafft hast, lasse ich dich jetzt keine mehr würfeln. Du weißt, in dem lebensfeindlichen Eis ist es rein vom Vorankommen her besser, wenn ihr weniger seid. Was regeltechnisch bedeutet, ihr werdet weniger Erschwernisse bekommen. Ich würde mir 4 Mann wünschen. Je weniger, desto besser. Ja. Ja, vielleicht. Ich würde nur sagen, so maximal ein, zwei. Gut. Und das hält die Amerikaner nicht gerade davon ab. Egal, mit wie viel wir aufkreuzen. Wir sind sowieso unterlegen. Also wenn sie uns gefangen nehmen wollen, dann können sie das eh tun. Aber ihr Verlust. Und wenn sie in absolut defensiver Position sind und wir zu zweit antanzen und sie Hilfe brauchen, was machen wir dann? Keine Sorge, bevor wir zum U-Boot kommen, werde ich die Sache ausspielen. Ich sage wir 4 und noch einer. Ich will nicht weniger als 5 Mann haben. Sie sind der Pilotoffizier. Und sie vom BK, was? Wie war es? BKK. BKK? Von der KZ. 5 Mann. Von wann? Gut, suchen Sie sich aus. Anton. Nein. Anton liegt noch den. Im Bett, der ist in Quarantäne. Dann wünsche ich Ihnen viel Glück. Wegtreten. Jetzt. Sollten jemanden mitnehmen, dessen Englisch perfekt ist? Keine Sorge, ich kann gut Englisch. Gleichfalls. Okay. Das gehört zur Offiziersausbildung. Was jemand, der sich im Eis nicht fürchtet, der mit einer Waffe umgehen kann und der seine Nerven ruhig hält. Werden wir auf jeden Fall finden. Dieser Grigori, glaube ich. Grigori Sokolov. Sokolov, genau. Es steht in deiner Macht, die Leute zu beordern. Passt. Du bist ich suche mir passenden Kandidaten. Die höchste Instanz. Was sollen sie denn können? Du möchtest körperlich fit, sagst du? Keine dummen Fragen stellen, sondern tun, was man ihm sagt. Okay. Halbwegs kräftig, der darf ein bisschen tragen. Gut schießen können. Gut schießen können. Sprachliche Kenntnisse sind nicht unbedingt notwendig, aber von Vorteil. Dann nimmst du Genosse Sokolov, Genosse Lazarev. Also insgesamt, dass wir zu 15, also einen brauche ich noch. Okay, ich dachte, du möchtest 5 mitnehmen. Nein, keine Riesenexpedition. Okay. Ja, dann bleiben wir bei Genosse Sokolov. Grigori Sokolov. Und er fügt sich auch auf der Stelle. Das kriegt er. Sokolov. Zu Befehl. Sokolov, weinen wir nicht ein. Kusch es auf. Ja genau, ich brauche wieder meine Waffe. Okay, dann soll das Ding der Griff bekommen. Ihr könnt mir ja dann die Werte und sagen. Und Sokolov kriegt eine normale AK-47. Okay, wunderbar. Für Sokolov bin ich hier, weil ich mit meinem Großvater auf dem Polarmeer war und ich die Gegend kenne. Natürlich, Genosse. Er baut sich direkt vor dir auf. Genosse Topov, ich habe höchsten Respekt vor Ihrer Heldentat. Sokolov. Keine Sorge, das Frühstück ging auf Antons Kante, nicht mehr. Also. Und als ihr hinausgeht aufs Eis, merkst du, wie immer wieder einige Leute vor der Genossen vor Topov stehen bleiben und salutieren. Na, an die Arbeit. Wieso denn? Kurze Frage, wir haben schon noch eine Nacht geschlafen, oder? Nein, noch nicht. Ich würde sagen, bevor wir aufbrechen, gehen wir schlafen. Mhm. Ja, okay. Bis zum nächsten Tag. Das, alles. Das ist sehr wichtig, ja. Denn das verzögert alles. Das ist für mich sehr wichtig. Ja, aber nur bis zum Tagesanbruch. Dann bis zum Tagesanbruch vom nächsten Tag. Die Sache ist Tagesanbruch gibt es da halt nicht wirklich. Das U-Boot ist 20 Kilometer weit weg. Allein zu diesem Schiff haben wir 5 Stunden gebraucht? 3 Stunden. 3 Stunden plus 2 Stunden Abstieg, aber okay, 3 Stunden. Wir sind da sehr lange unterwegs. Ja, dann. Eben, ich würde auch nochmal schlafen. Ich weiß nicht, ob es noch was bringt, wenn man nochmal medizinisch alle Leute durchcheckt und verarztet oder so. Es wäre dann Fleißarbeit. Abreise in 7 Stunden, ab jetzt. Ja. Ich habe mir jetzt keine Gedanken über die Uhrzeit gemacht, weil sie hier eigentlich keine Rolle spielt, weil sie keinen wirklichen Tag-Nacht-Ablauf gibt, sondern wenn ihr euch entscheidet zu schlafen, messe ich das in 6 Stunden. Das fließt dann ein. Ansonsten könnt ihr gleich. Der Vorteil, wenn wir. Wenn ihr eine Uhrzeit braucht, könnt ihr jetzt gerne eine festlegen. Also das Ganze ist in der arktischen Nacht passiert. Der Vorteil, wenn wir jetzt schlafen und es vergehen 6 Stunden, dann sollten wir bestimmt wissen, ob die Eskimos zu uns unterwegs sind. Weil dann müssen sie angekommen sein. Es sind ja Wachen aufgestellt, nehme ich mal an.
Und wenn die in der Zwischenzeit nicht kommen, dann sind die eh nicht auf uns. Also ja. Dann außerdem mitten in der Nacht losgehen ist. Mit dem ersten. Wie gesagt, es wird immer nachts. Okay, dann trotzdem 6 Stunden Ruhe, dann packen, frühstücken und ab geht's. Genau, und wer verarztet werden möchte, darf jetzt verarztet werden. Wir regenerieren, oder? Ich habe Gott sei Dank einen Trefferpunkt, ja. Okay. Ja, doch, ich habe ja das auf den Kopf bekommen. Ja. Ja, und meine Damen und Herren, das wurde schon versorgt, also. Und nicht Schnaps und Zigaretten vergessen. Schnaps? Zum Tauschen. Wodka. Wodka. Ja, was auch Ihnen schmeckt. Was Ihnen schmeckt, meine Slivovica. Bringt es was, wenn ich noch auf Medizin würfel oder so? Wenn du jemanden verarzten willst, musst du das tun. Ja? Kann ich mich selber verarzten? Weil irgendwas habe ich abgekriegt. Ich weiß nicht mehr genau was. Nein, kannst du nicht, aber ihr habt eine Krankenstation, du kannst verarztet werden. Das bedeutet, der Wurf, den du machst, gilt dann für denjenigen, der dich verarztet. Okay, Medizin, oder? Ja. Ich glaube, das war der... Beziehungsweise Erste Hilfe. Verstauchte Knöchel bei der Eisspalte. In schwieriger Erfolg in beiden Fällen. Stimmt, ich bin in die Eisspalte runtergerutscht. Das bedeutet, du bekommst 1 bis 3 Lebenspunkte zurück. Das ist sehr erfreulich. Also, wir brauchen genug Proviant. 3. Ausrüstung für eventuell Klettertouren. Ja, voll. Seile. Etwas zum Nächtigen. Medizinische Ausrüstung. Ja, werde ich mitnehmen. Außerdem, Genossen, braucht jemand von Ihnen noch, soll ich jemanden verbinden? Benötigen Sie etwas gegen... Meine Platzwunde wurde schon versorgt. Und ich kriege nicht mehr dazu, denke ich mal. Also fehlt mir ein Punkt. Vielleicht noch eine Vitaminspritze. Kann dir ein paar Tabletten geben. Es reicht es grob zum Reißen. Tabov, du kannst nochmal eine Probe auf arktisches Überleben machen. Überleben arktisches Klima. Nicht geschafft. Dann sagt mir bitte, was ihr denn so mitnehmt. Ich nehme mit medizinische eine große Tasche mit Verbänden, Kompressen, Antibiotika. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Arzttasche reicht mir. Arzttasche, okay. Mit ärztliche Ausrüstung reicht mir eigentlich. Zeug zum Nähen. Es geht dabei dann nur mehr darum, ob es wirklich realistisch ist, dass du das mitschleppen kannst. Um mehr geht's da eigentlich. Eine Decke. Ich denke, wir werden irgendwie einen Schlitten oder so etwas brauchen. Können wir einen Schlitten bekommen? So einen ganz kleinen nur? Ich denke mal, ja, das wird's gehen. Wo wir das draufpacken können? Gut, dann habe ich Kletterausrüstung. Mehrere Seile, 2 Hacken, Steigeisen. Ja, lass uns Kletterausrüstung für alle auf den Schlitten packen. Decken für alle auf den Schlitten. Ebenso alles, was Zelte anbelangt, das wir zum Nächtigen brauchen. Proviant für 4 Tage. Spaten, okay. Klappspaten. Wisst ihr, wie wir das Ganze lösen? Wir gehen jetzt in eine ganz kurze Pause und ihr macht in der Zwischenzeit eine Liste von den Dingen, die ihr habt. Und wenn ihr das dann braucht, können wir einfach auf die Liste sehen und sehen, ob ihr es denn dabei habt. Sehr gut. Bis gleich.